Hallo Leute, es geht weiter im Bonuskapitel von Christmas Stories der Nussknacker. Ja, und wir sollen hier die Stäbchen in die passenden Öffnungen stecken. Ein Stäbchen habe ich schon das letzte Mal, wo ich aufgenommen habe, reingestopft. Aber ja, da muss wohl noch mehr passieren. Ah, wieder einer gefunden. Wieder einer gefunden. Aha. Auch da nicht. Der passt da rein. Alles klar. Aha, auch der noch. Ach, das geht ja eigentlich. Man muss ja nur ein bisschen rumprobieren. Bald haben wir es voll. Und da auch noch gleich direkt. Super. Und da auch. Ja, was fehlt jetzt noch? Der. Gehört der dahin? Nein. Dann muss hier noch einer sein, der passt. Ah! Geschafft. Super. Das ging ja eigentlich. So, jetzt habe ich ein Diamant, aber der ist ja wohl an irgendeinem Speer oder so. Könnte ich nicht damit das Eis hier einschlagen? Es ist Winter, ich brauche meinen Winterschlaf. Wieso? Na gut, dann ist es vielleicht zum Lichtreflektieren da. Weil man sagt ja immer, dass Diamant so hart ist. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, vielleicht kann sie damit auch das Eis so ein bisschen abdingsen. Aber nö. Kann ich hier was machen? Ich brauche eine spiegelnde Oberfläche. Nee, dann passt das ja auch nicht. Ach, dann nehme ich mal lieber die Karte. Bin ich denn richtig hier oder bin ich ganz falsch hier? Da soll ich hin. Ich war richtig hier? Was ist denn hier noch? Hä? Habe ich denn diese Mammutgeschichte schon oder kann ich was anderes? Ich brauche nur einen Teil des Spiegels. Was? Ach so. Ah. Wie komme ich nur in diesen Spiegel? Jetzt vielleicht das Ding? Jawohl. Ja, also doch. Es ist sehr hart und damit kann ich dann schneiden. Siehste mal. So, damit gehe ich jetzt zurück. Denn das passt ja jetzt hier rein. Ganz toll passt das hier rein, hoffentlich. Perfekt. Und es ward Licht. Aha, hiermit lässt sich also das Licht lenken. Aha, oho. Was haben wir denn hier noch so? Es ist zu heiß, ich muss die Kohle abkühlen. Mimimimui. Okay. Kann ich das nicht mit dem Eimer machen, indem ich so Eis von draußen hole oder so? Was ist mit den ganzen Puppen? Hier scheint noch eine Stelle frei zu sein. Die Sammlung ist noch nicht vollständig. Sind das die Puppen, die ich gesammelt habe? Keine Ahnung. Tja, wenn es sie sind, dann, ja. Dann fehlt mir echt nur eine Puppe und das macht mich ein bisschen ärgerlich, dass ich die nicht alle gefunden habe. Oh, und ein Wimmelbild ist hier auch noch. Blasebalg. Sehe ich den denn gleich? Sehe ich den oder nicht? Da. Vielleicht kann ich mit diesem Hut Zauber... Was?
Sieht aus wie ein Zauberhut. Wofür werden die normalerweise verwendet? Was soll ich denn da finden? Ich dachte, das wäre ein Blasebalg hier. Okay, dann Korb. Korb. Muscheln zweimal. Hier habe ich eine Wollmütze. Was soll ich damit machen? Eule mit Mütze. Hier, eine Eule mit Mütze. Ganz putzig. Und hier ist eine Muschel. Und da ist die andere Muschel. Dann soll ich auch noch zwei Schiffe finden. Schiff Nummer 1, Schiff Nummer 2. Einen Hasen soll ich finden. Den soll ich bestimmt... Hier ist der Hut. Aber das ist doch... Da habe ich doch raufgeklickt gehabt. Ja, okay. Hier ist der Zauberhut. Wo ist der Zauberstab? Jetzt weiß ich nämlich, dass das geht mit dem Hasen im Hut. Sowas hatte ich schon mal. Münzen. Pistole im Halfter. Hier ist die Pistole. Wo ist das Halfter? Da. Sprungfeder. Pfeil. Pfeil, 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 Pfeil. Pfeil, 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 Pfeil. Keine Ahnung. Teekanne. Eine schöne Teekanne. Leider fehlt ein Teil. Na sowas. Ungeheuerlich. Wo ist das fehlende Teil? Da. Dann noch eine Zuckerstange. Und wo ist jetzt der verflixte Pfeil? Alle anderen Sachen habe ich eigentlich ganz gut gefunden. Er ist bestimmt wieder vor meiner Nase. Ich sehe das schon. Kommen. Ach, Tipp. Ja. Toll. Ich habe einen Blasebalg. Okay. Kann ich damit... Damit schüre ich doch noch das Feuer, oder nicht? Ja. Also eher nicht so... Was haben wir hier? Muschel, eine von vieren. Mit meinen Händen kann ich nicht so viel Wasser schöpfen, wie ich benötige, aber ich habe doch einen Eimer. Dafür ist der Eimer. Toll. Damit kann ich doch auch das hier dann jetzt hier abkühlen, ne? Sag ich doch. Zahnrad habe ich jetzt auch und noch irgendein Teil. Zwei von dreien, glaube ich, von diesen Rohrstücken. Bin mir aber nicht sicher. So, habe ich den Eimer nicht noch? Ich glaube, den brauche ich noch. Ach, den gibt's nicht mehr. Das Wasser wird verschwendet. Ich muss den Fluss stoppen. Dafür sind die Rohrstücke. Ja, ja, ja. Das ist natürlich schade. Dann gehen wir doch mal dahin, wo wir hingehen sollen. Hier zum Beispiel hin. Könnte ich was tun? Das da? Das da? Nein. Nichts davon. Was gibt es dann hier für mich gerade zu tun? Irgendwas muss es hier ja geben. Die Katze? Was soll ich denn hier bearbeiten können? Hier kann ich Holz bearbeiten. Ich habe doch gar kein Holz. Wie? Mit dem Feuer vielleicht irgendwas? Nee. Hier war auch nichts mehr. Ah. Ich sollte wirklich zusätzliche Zahnräder bei mir tragen. Ach so. Alles klar, das sollte ich hier machen können. Das war's dann aber auch schon, ne? Jetzt fehlt mir nämlich das Holz. Mehr kann ich hier dann aber auch nicht machen. Hier soll ich aber wieder was machen können. Hier habe ich jetzt den Schlüssel. Damit kann ich das Ding hier aufmachen, die Truhe. Und habe noch eine Drahtzange. Das ist ja auch schön. Die kann ich bestimmt hier jetzt noch dazulegen.
Oder auch nicht. Was denn? Die Schere? Ich schneide ihn besser durch. Mit der Drahtzange dann wohl aber eher, würde ich sagen. Ja, okay, das ist das, was ich hier noch machen kann. Dann ist das doch das dritte Rohrstück, genau. Jetzt habe ich ja alle. Das ist ja cool. Dann kann ich die ja jetzt doch einsetzen. Ja, jetzt wird auch kein Wasser mehr verschwendet, so soll es sein. Und hab einen Knochen. Na, den Knochen können wir doch wohl dem Wuffi da draußen geben. Der uns den Weg versperrt. Dem hier. Was essen Schneewölfe? Nur Knochen, ohne Fleisch. Hm, lecker. Okay, voll die Action-Szenen hier mit unserem coolen Kater, der uns hier mit einer Armbrust geholfen hat. Don't call me the wolf whacker for nothing. Don't feel too bad for the wolf. I did what I had to do. And it's lucky for you I did. But I used my last arrow saving your life. So, please help me find a few more. Ja klar. Du kriegst sicherlich über die Zeit ein paar neue Pfeile. Zum Glück habe ich eine mutige Bogenschützenkatze getroffen. Leider hat sie keine Pfeile mehr. Nee, ist klar. Zählt das Ding hier? Nee, ne? Gut, dann müssen wir dem ja erstmal neue bauen oder so. Aber wir können jetzt ja weitergehen. Gehen wir da doch mal weiter. Hier waren wir ja auch schon. Allerdings im Hauptspiel, nicht im Bonuskapitel. Mein heißer kleiner Freund kann hier ein Feuer machen. Das hast du schön gemacht, so. Die Kohle glüht, aber die Temperatur ist noch zu niedrig, um Dinge zu schmelzen. Jetzt nicht mehr. Und nun? Das ist die richtige Temperatur für eine Schmiede. Ja, das haben wir schon mal geschafft. Toll. Oh. Was ist hier denn los? Ich bin gegen Gewalt an Tieren, auch wenn diese es vielleicht verdient hätten. Ich sollte ihnen einen Schlaftrank geben. Und hier haben wir auch wieder, wenn ich da herankommen möchte, muss ich diese vorsichtig abschneiden. Das machen wir. Dann haben wir 3 von 4. Na komm, nimm die Schere. Wunderbar. Nee, ach, 4 von 4, das reicht schon. Okay, und eine Botschaft wieder. Nur wenige Einwohner des Königreichs wissen, dass die größte Katze aller Zeiten als gestiefelter Kater bekannt, Mitglied unserer Organisation ist. Der König persönlich sprach ihm einst sein Lob für die äußerst erfolgreiche Ausführung einer geheimen Mission aus. Ihm verdankt unsere Organisation ihren Ruhm und natürlich ihren Sinn für Mode. Leider ist es derzeit mit einem anderen königlichen Auftrag... Ist er derzeit mit einem anderen königlichen Auftrag beschäftigt? Ich habe nämlich mit dem Armbrustkater nämlich auch irgendwie voll daran gedacht. An den gestiefelten Kater, aber naja. So, ich werde hier noch nicht alle Muscheln haben. Ich habe erst 2 von 4. Und dann können wir das Rätsel machen. Das zu entdrehen wahrscheinlich, sehe ich jetzt schon. Schlaftrank kann ich auch noch nicht machen. Ich habe wohl noch Pech. Noch muss die Katze da oben warten. Was haben wir hier? Oh, überall werden die Katzen angegriffen. Oh je, ich muss schnell handeln, um das Kätzchen zu retten. Wie denn? Was soll ich denn machen? Alle Säuger fürchten eines. Feuer. Na dann mal los. Keine Ahnung. Ich hab nur ihn. Da kann ich wohl auch noch nicht helfen. Aber wir können wieder wimmeln. Waschbär. Hier. Der Waschbär scheint in den Brunnen gefallen zu sein. Können wir den mit einem Strickseil hier... Ja! Seestern, 2-mal. Einer springt einem in die Nase. Und der andere eben halt nicht. Fackelnote Schleuder. Da ist der andere Seestern. Fackel, Fackel, Fackel.
Note. Schleuder. Ich sehe einen Bumerang. Ist das damit gemeint? Nee. Was haben wir noch? Sanduhr, Handschellen, Knopf. Christbaumschmuck, Peitsche. Der Ring ist kaputt. Hier. Jetzt nicht mehr. Peitsche. Christbaumschmuck. Note und Schleuder nur noch. Was ist denn die Note? Und ich sehe hier auch echt alles mögliche. Da ist die Schleuder. Glocke auch noch. Hab ich überhaupt irgendwie sowas? Was ist hier? Wo gehört das ran? Nanu? Wo gehört das ran? Die Glocke gibt keinen Ton von sich. Hier. Ach, da ist die Glocke. Ja, ja, okay, alles klar. Nur noch die Note, die eigentlich offensichtlich irgendwo sein soll. Immer das Letzte, was ich gerade nicht finde. Echt komisch. Tja. Komme ich nicht drum rum. Da ist die Note. Habe ich irgendwas Fackelmäßiges gefunden. Das könnte ich doch hier jetzt bestimmt anwenden. Kann ich die nicht hier anmachen? Ja, geh mal hier ran und dann... Oder wir müssen halt extra nochmal zurücklaufen. Nee, geht auch so. Alles klar. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir Feuer, damit vertreiben wir... Geh mal raus. Vertreiben wir den Wolf. Aha. Miau! You saved my life! I thought I was kitten kibble. I'm small, but I carry a big shield. You can use it if you want. Die ist ja süß. Und den Schild können wir tatsächlich gebrauchen. Yippie. Wehrhafte Katze, so. Noch was? Ich muss herausfinden, wie ich dies vorsichtig abschneiden kann. Ich hab doch eine Schere noch, oder? Super. Wurzeln habe ich jetzt. Und dann habe ich eine Veranda und noch mehr Wölfe. Ich möchte eigentlich keinem Lebewesen etwas antun. Ja, ich muss drastische Maßnahmen und so weiter und so. Oh, noch eine. Komm, Kätzchen, komm. Sie sieht ganz verschreckt aus. Ich könnte sie mit einem Spielzeug herauslocken. Einem Spielzeug? Ich habe doch gar nichts sowas in die Art, oder? Die andere Katze? Eher nicht. Ich brauche sowas wie eine Maus oder so. Und ich muss die hier auch mal verjagen. Das geht ja gar nicht. Gut, dann gehen wir mal zurück, denn wir haben ja jetzt das Schild. Ich finde, wir kommen eigentlich ganz gut voran. Finde ich. Ja, weiter. Da wieder rein und da nicht, aber da und so und... Nee, hier war es doch falsch. Was hier soll ich was machen können? Doch noch? Ja, aber nicht jetzt. Jetzt wollte ich eigentlich das mit dem Schild machen. Das war doch... War das nicht hier? Na klar, hier an der Tür natürlich. So. Kätzchen, gib mir mal dein Schild. Ah, cool. Und dann habe ich auch direkt die Pfeile. Abgesehen davon, dass die Pfeile nicht funktionsfähig sind, ist der Köcher im guten Zustand. Hm. Nicht bloß Zweige mit Wehren. Ja, aber warum nimmt sie nicht den schon mal? Was kann ich denn jetzt hier mal machen? Pfeilform, na dann kann ich ja neue schmieden, würde ich sagen. Dann ist das wohl unsere nächste Aufgabe. Aber habe ich überhaupt, um was zu schmieden? Ich meine, ich brauche ja was dafür. So. Nu?
Die Pilze wohl kaum. Mit den Pilzen kann ich bestimmt so einen Schlaftrunk machen oder so. Ja. Das ist es auch nicht. War beim Brunnen eigentlich noch was? Und hier? Nee. So, dann soll ich aber hier irgendwas machen können. Ein Spielzeug. Kann ich denen ein Spielzeug geben? Vielleicht einen seiner Freunde? Neugier ist der Katze tot. In diesem Fall könnte sie vielmehr ihr Leben retten. Ja, irgendeinen anderen Katzenfreund. Eine Schere, damit sie schön wehtut. Nee, ist klar. Wem denn? Was denn? Ich glaube, die bleiben alle bei mir. Was soll ich machen? Geh zur Veranda und untersuche den Holzstapel links neben den Metallbarren. Ach so. Das habe ich nicht untersucht. Das ist es, was ich machen kann. Ah, mit dem Metall kann ich natürlich dann die Pfeile schmieden. Das machen wir aber im nächsten Part. Darauf freue ich mich schon. Ich hoffe, ihr auch. Und ich freue mich auch, wenn ihr weiter einschaltet. Bis dann.